Ja, ich habe Fähigkeiten. Hallo. Jagdkontrolle. Nee, kein Bock. So, ich muss Fähigkeiten upgraden. Jetzt gibt es Atemkontrolle, Atemkontrolle, Atemkontrolle. Ja. Sehr schön. Zabal, es ist getan. Nur ist tot. Der Dämon Yalung hat besondere Pläne für Sie. Das verspreche ich dir. Sehr gut gemacht, Bruder. Der Süden gehört endlich uns und die Menschen fangen wieder an zu glauben. Auch wenn ein paar Narren es nie lernen werden. Bist du lebensmüde? Es geht darum, die Gegner in der Arena zu besiegen. Ich habe zuverlässige Berichte über Nurs Festung, Ragatavada. Seit ihrem Tod ist die Verteidigung geschwächt. Du solltest angreifen und die Festung für den goldenen Pfad erobern. Nurs Festung ist geschwächt. Die letzte Festung, die ich eingenommen habe, die habe ich eingenommen, ohne dass sie geschwächt war. Deswegen war sie auch so heavy. Eventuell nehme ich jetzt einfach die Festung ein. Also die sollte nicht so mega heavy sein. Ja, komm, ich versuch's mal. Also ich habe noch knapp so 15 Minuten der Aufnahme. Vielleicht kriege ich es ja hin, vielleicht auch nicht. Ich habe euch gerne noch ein bisschen überziehen. So 5 Minuten, eventuell 10. Vielleicht reicht der Festplattenspeicher. Ja, ich habe eine Billig-Festplatte. So, weiter geht's. Muni nachfüllen. Mal gucken, was ich für Waffen habe. Ein paar Spritzen kaufen. Schutz, Waffen. Habe ich den Granatenwerfer jetzt bei mir drin? Wartet mal kurz. Ich muss mal gucken. Helft mir doch! Ein Sakrileg. Ja, habe ich drin. Sie büßen. Okay, ja, da kann ich mal die Nuas Festung versuchen einzunehmen. So, Wegpunkt dorthin. Von hinten kommt man da gar nicht hin. Man muss durch die Vordertür rein. Eieiei. Ist schon hart, ist schon hart. Wenn er ein Rebell ist, wird er vielleicht ertan. Ja. Wow, was sind das für gelbe Punkte da überall? Yo! What's up? Hab gar kein Leben verloren, obwohl das rot angezeigt hat und so alles andere. Wieder Wacken Game. Yeah, wo ist dieser Rabbi Rayrana? Jetzt erzählt er bestimmt. Nur ist tot, endlich. Das ist ein Hilferuf. Unser Außenposten wird angegriffen. An alle Mitglieder des Goldenen Pfads in Reichweite, bitte melden. Scheiße. Ja, Masken, Masken, Masken. Ich muss in der verfickte Kacke aus dem. Dingens, Bummens, aus Noahs Festung wird doch nichts. Nein, meine Typen sterben. Stirb, Wichser. So, stirb. Den nächsten Wichser. Wo ist der nächste Wichser? Da oben. So, die nächsten zwei. Da von links kommen noch zwei. So, gar keine Muni mehr. Schnellert nach. Oh, ich will auch angreifen. Und die Verteidiger sind zwei Typen oder drei. Ich hatte nicht bis jetzt jeden Außenposten verteidigt, der hier angegriffen wurde. Ich weiß aber gar nicht mehr. So, zurückgeschlagen. Anscheinend schon. Gib mir Karma Points. Außenposten verteidigen. Großartige Killquote. Hohe XP-Belohnung. So. Nur XP? Kein Karma. Es muss einer von uns sein. Ja. Da kann man Points 100. Nur 100. Ja, egal. So, auf jeden Fall. Da ich jetzt die Noahs Festung anscheinend nicht einnehmen kann. Dort ist eine Manimühle. Die Manimühle besorge ich mir. Und danach mache ich eine Dingensbummens. Wie heißt. Oh, hier sind überall diese Morangales Tagebücher. Überall sind diese Tagebücher. Muss ich mal irgendwann mal einsammeln. Und vorlesen, ja, da wurde ich wieder angeschrieben. Ich wollte eine Kairati Fashion Week Mission machen. Wo gibt's denn hier welche? Da! Ne, das ist Geiselrettung. Ja, ich sollte auch mal ein paar Geiselrettungen machen. Auge um Auge, räche dich für das Volk von Kairat in dieser Aufgabe an der Royal Army. Kairat. Wo sind diese Fashion Week? Ich sollte Geiseln retten, das ist wichtiger. Oder das hier. Sammle verstreute Vorräte in dieser Aufgabe und liefere sie beim Goldenen Pfad ab. Du hältst XP und Rupien. Hier, Kairati Fashion Week, da muss ich gleich hin. Da muss ich gleich hin. Habe ich die Manimühle nicht besorgt schon? Aha, große Kammerbelohnung. Ich denke, bei dieser
Ja, sehr schön, Karma. Meine Mühlen bringen Karma. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wo ist mein Truck, der hier war? Truck? Truck. Der ist verschwunden. I like this. Not. Wurde wohl anscheinend geklaut. Zu Fuß habe ich jetzt nicht wirklich Bock. Nein, habe ich nicht. So, da muss ich wohl zu Fuß ran. 300 Meter. Ein bisschen sprinten hier. Wusch, 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 wusch. Ich kann noch nicht unendlich sprinten, habe ich mir noch nicht entwickelt. Aber bald, bald, bald kommt das. Ich muss noch einen Außenposten unbemerkt einnehmen. Aber die neuen, die sind schon schwierig, die Außenposten. Das wird schon hart, das wird schon hart. Die neuen Außenposten. Oh, vielleicht haben sie ein Fahrzeug für mich. Nein, leider nicht. Ja, Wache halten vor gar nichts. Die greifen aber nicht von hier an, sondern von der anderen Seite den Außenposten. Ihr solltet den Außenposten verteidigen, nicht einfach irgendeine dumme Straße. Ich mache mir mal kurz eine Spritze. Oder nee, ich habe schon alle 6 Spritzen. Oh, hier war ich ja schon. Hier ist eine Kiste. Aber ich habe die Money-Mühle nicht gedreht. Oder war ich hier eigentlich schon? Nein, war ich anscheinend nicht. Nein, ich war hier nicht. Hier ist die Money-Mühle. Gib mir Karma Points. Ja. Aufrichtige Ehrerbietung. Sehr schön. 10 von 40 Money-Mühlen gefunden. Krieg ich jetzt was? Wer Geld? Und, boah, 250 Karma Points. Bald schon Level 6. So, ich wollte hier diese Fashion Week machen, aber ich muss erstmal diese Money Mühle besorgen, weil die bringt sehr viel Karma Points. 250, um genau zu sein. Das ist sehr viel. Und ich sehe gerade auch keine anderen. Und hier ist noch ein Shangri-La-Glöckchen. Aber das mache ich dann nächstes Mal, weil die dauern lange, etwa 15 bis 20 Minuten. Und die Aufnahme dauert nur noch so knapp 10 Minuten. Und bis ich erstmal da bin. Paul Harmon ist ein Carol besser unter dem Namen The Plur bekannt. Aber den habe ich schon erledigt. Ja, beziehungsweise festgenommen. Schade. Ich habe gar nicht gedacht, dass die eine da nur heißt. Und woher, wieso hat sie eigentlich eine eigene Festung? Das verstehe ich auch gar nicht. Das ist alles sehr merkwürdig. Sehr, 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 sehr merkwürdig. Leider habe ich wieder die Pflicht, euch traurige Nachrichten zu überbringen. Die unbeirrbare, treue Nur hat uns verlassen. Sie hat uns mit den Veranstaltungen in ihrer Arena viel Freude gebracht und ging ihrer Arbeit stets mit großer Entschlossenheit nach. Nur war einer meiner engsten Vertrauten und ich vermisse sie jetzt schon. Ja, das war nicht Pagamin, das war der eine Typ, der heißt der Robbie Ray Rana, der hat sozusagen Pagamin nachgemacht. Ja, und wo muss ich hin? Wo ist die Money Mühle? Ja. I like this. Wo ist die überhaupt? Ich gehe mal zu Fuß. So, ich gehe einfach zu Fuß dorthin. Ich denke, zu Fuß bin ich schneller als mit dem Auto. Diese 300 Meter, die kann ich auch zu Fuß laufen. Da kann ich da runterspringen und direkt zur Fashion Week kommen, denke ich mal. Oh, was sehen wir denn hier? Hier ist hier ein Tagebuch. Das hole ich mir mal ab. Wusch, wusch, wusch. Tagebuch? Hallo? Tagebuch? Liegt es jetzt da draußen? Das kann nicht sein. Nein. Tagebuch. Hallo? Tagebuch. Nein, sehe ich anscheinend nicht. Egal, sammle ich mal später ein. Ich habe jetzt keinen Bock darauf. Oh, und da ist eine Willis Mission auf der Map. Ey. Die machen auch voll Bock, die Willis Missions. Die Amerikaner wissen, was sie zu tun haben müssen. Oh, hier sind Böcke. Ich brauche aber einen Nebelpader. Boah, immer das gleiche. Adler und das war's. Als ob es so viele gibt. Kumpel, ich rette euch, falls was ist. Nicht. So, ich muss weiter hoch. Ich denke, hier war mal dieser, wie heißt der? Longuinus. So, hier ist eine Money-Mühle. Busch, gedreht. Ja. 11 von 40, noch 2 bis zur nächsten Belohnung. Sehr schön. Diese Kisten. Sammle ich mal kurz ein. Gut. So.
Die waren anscheinend leer. Nee, doch nicht. Klangschale und noch etwas. So, jetzt geht's zur Karate Fashion Week Mission. 300 Meter. 250 Karma Points. Oh, noch so wenig. Weniger als ein Viertel Level. Und dann bin ich schon Level ab. So, ich muss retten. Geholfen, geholfen, geholfen. So, gib mir Karma Points. Weitere Karma Points. Karma Points, Karma Points. Hopp. Oh. Oh. Wow, jetzt schwimmen. Überschwimmen. Zack, eingesammelt. Wie viel habe ich erhalten? Habe ich gar nicht gesehen. Wie viele Karma Points? Und da, 150. Gar nicht mal so schlecht. Immer ein bisschen und dann irgendwann mal kommt es schon. Oh oh. Oh, oh. Ein Leopard. So, hier heute. Ich habe ja vor kurzem alle meine Fälle verkauft. Zwei Nebelparder. Ein Nebelparder. Die brauche ich auch. Oder? Ich denke schon. So, hier rüber. Über das Brückchen. Ich habe die Leute gerade gerettet. Die haben ja keine Karma Points gegeben. Unzulässig. Ein weiterer. Schnell zum Bogen wechseln, damit ich zwei Fälle bekomme. Zack. In den Arsch. Zack, in den Arsch. Zack, in den Arsch, habe ich gesagt. So. Okay, komm. Wir halten uns jetzt heute. Ja, ekelhaft. Kann nicht ganz gut nachvollziehen, dass du hier in der Scheiße herumwühlen musst, um dir Sachen herzustellen. So, jetzt geht's nach oben. Haus Chiffon. Hier sind Wildschweine oder Schweine. Anscheinend sind das einfach normale Schweine. Geh auf. Antibakterielle Pille oder so. Hallo? Hallo! Oh, also stimmt das Gerücht. Herein, herein, herein. Wie soll ich dich nennen? AJ oder Adonis? Nenn dich Boss. Besinnliche Augen. Zielstrebiges Kinn. Die Kleider sind eher Heilsarmee als goldener Pfad. Aber damit kann ich arbeiten. Wer bist du? Ich bin Mumu Chiffon. Schneider und Hofausstatter auf Geheiß des Königs von Kyrat, seiner Hoheit Pagan Min. Aber er nennt mich ruhig Mr. Chiffon. Hocherfreut. Du arbeitest für Min? Ja, früher. Ich hatte einen Streit mit dem König. Er wollte mich töten und nun verstecke ich mich. Ach, Schnee von gestern. Blicken wir nach vorne. Bald ist Kyrat Fashion Week. Und wir könnten einander helfen. Du brauchst Accessoires und ich ein Modell. Ich mache dich zum Mittelpunkt meiner neuen Kollektion. Ich nenne sie Krieg Couture. Und du willst, dass ich das Zeug anziehe? Das? Das waren nur Experimente. Nein, nur das Allerbeste für den verlorenen Sohn. Ich habe viele Jahre an einer Pariser Schule für rationelles Modedesign verbracht. Kleidung muss praktisch sein, erst dann elegant. Die Form folgt der Funktion. Arme hoch. Jetzt erwürgt er mich. Du wirst mir exotische Materialien beschaffen. Pelze. Häute. Feder. Jetzt lutscht er mir ein. Und animalische Seite hervorzuheben. Oder auch nicht. Ich schicke dir die Designs und die Fundorte. Ich hoffe, du bist an der Nähmaschine so geschickt wie am Maschinengewehr. Denn gemeinsam machen wir dich grimmig. Nun, steh nicht nur rum. Die Zeit rennt. Komm zurück, wenn du meine Kreation fertig hast.
Ja. So, Charity Fashion Week Jagdaufgaben für seltene Tiere sind jetzt verfügbar. So. Platsch. Also war es einfach nur ein Video. So, da ist ein Leopard, ich muss meine Leute retten. Nur für Karma Points, ja. Leute. Oh, ein Leopard. Ja, eure Kumpelin ist tot. Ja, sie sind gar nicht traurig. Sehen ganz fröhlich aus. So. Wo gibt's... Ah, hier gibt's eine. Karate Fashion Week. Was will der? Jage und heute die, in dieser Aufgabe für Mumu Chifong einzigartiges und gefährliches Tier. Du hältst XP und Rupien, bürste die seltene Haut, um ein mächtiges Upgrade herzustellen. Aha. Das hört sich mal sehr schön an. Ah, da. Mir fehlen noch 480 Karma Points. Da bin ich Level up. Und dort, okay, dort sieht man, dass Tag ist. Okay, wusste ich alles nicht. So, Fähigkeiten, was gibt es denn hier so Schönes? Gar nichts. Mit einem Punkt kann man nicht wirklich viel anfangen. Kann ich auch nicht. Ich brauche das hier. Hier, frei zwei Außenbossen, ohne entdeckt zu werden. Noch einer übrig. Muss ich unbedingt machen. So, auf jeden Fall. Hier eine schöne Aussicht. Mit Sorgen. Ja, so, sagen wir mal da. Da ist ein Glockenturm. Ja, so auf jeden Fall mit diesen Worten beende ich dann auch die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal und tschüss.